Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet am dritten Advent. In dieser Adventszeit ruft Christus uns erneut zu: Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Doch gehen und verkünden, dass das Himmelreich nahe ist, dass Christus in dieser Welt schon längst lebendige Gegenwart ist, kann nur jemand, der sein Herz, der sein ganzes Leben in der Sehnsucht auf Christus ausrichtet. Und so kann für uns die Adventszeit eine Zeit sein, in der wir uns neu unserer Sehnsucht bewusst werden können, in der wir diese Sehnsucht neu kanalisieren auf den einen hin, der der Urgrund aller menschlicher Sehnsucht ist, Jesus selbst. Vertrauen wir darauf, dass seine Gegenwart in unserem Leben so stark ist, dass unsere Sehnsucht sich neu ausrichten kann, auf unseren christlichen Dienst der Verkündigung, der Welt zu sagen, dass das Himmelreich, das Weihnachten, dass die Menschwerdung Gottes und seine Ankunft auf dieser Welt nahe ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir bitten dich in diesem Advent, aktiviere uns neu in der Sehnsucht, in der Freude und in der Hoffnung auf dein Kommen. Gib uns die Kraft, dass wir unser ganzes Leben neu nach dir ausrichten, um so Zeuginnen und Zeugen in der Welt zu sein, die sagen, du bist da mit deinem Reich, jetzt und hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.